Einige Ausdrücke mit Nomen und Verben. Es steht Ihnen zur Verfügung. Zur Verfügung stehen plus Dativ. Ich gebe ihm Bescheid. Bescheid geben plus Dativ. Im Vergleich dazu ist es sehr einfach. Und noch einmal, es steht Ihnen zur Verfügung. Ich gebe ihm Bescheid. Im Vergleich dazu ist es sehr einfach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir einige Wörter ein. Sie nehmen an der Veranstaltung teil. Sie nehmen an der Veranstaltung teil. Teilnehmen an plus Dativ. Teilnehmen. Wann hat es dir dein Chef mitgeteilt? Wann hat es dir dein Chef mitgeteilt? Jemandem etwas mitteilen. Mitteilen bedeutet erzählen, informieren, sagen. Und noch einmal. Sie nehmen an der Veranstaltung teil. Wann hat es dir dein Chef mitgeteilt? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir einige Wörter ein. Wenn es teuer ist, kaufe ich nichts. Wenn es teuer ist, kaufe ich nichts. Wenn ist eine Bedingung. Ich äußere mich dazu. Ich äußere mich dazu, sich äußern, zu plus Dativ. Kann man es euch irgendwie erleichtern? Kann man es euch irgendwie erleichtern? Jemandem etwas erleichtern, einfach machen. Und noch einmal. Wenn es teuer ist, kaufe ich nichts. Ich äußere mich dazu. Kann man es euch irgendwie erleichtern? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Setzen wir ein der, die, das, den, dem oder des. Sie wohnt in der Bergstraße 2. Dativ. Er geht über die Straße. Akkusativ.
Das ist die schönste Straße in Wien. Nominativ. Auf der Straße gibt es viele Leute. Dativ. Der Lärm kam von der Straße. Dativ. Die neue Straße ist praktisch. Nominativ. Und noch einmal. Sie wohnt in der Bergstraße 2. Er geht über die Straße. Das ist die schönste Straße in Wien. Auf der Straße gibt es viele Leute. Der Lärm kam von der Straße. Und die neue Straße ist praktisch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Dich oder dir, dich Akkusativ, dir Dativ, setzen wir ein. Aus dir werde ich nicht schlau. Ich richte mich nach dir. Sie hat es durch dich erfahren. Ich habe vor dir keine Angst. Er wird sich um dich kümmern. Sie ist in dich verliebt. Warum ist sie immer gegen dich? Und noch einmal, aus dir werde ich nicht schlau, ich richte mich nach dir. Sie hat es durch dich erfahren, ich habe vor dir keine Angst. Er wird sich um dich kümmern, sie ist in dich verliebt. Warum ist sie immer gegen dich? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.